Und weiter geht unsere Reise durch Andalusien. In der letzten Woche waren wir an der Costa de la Luz und haben uns so schöne Orte angeguckt wie Cadiz, Conil und Vejer de la Frontera. Und heute schauen wir uns dieses wunderschöne Dörfchen an, was hinter uns auf dem Berg thront, nämlich Arcos de la Frontera. Ja, wir werden auch noch die nächsten 2,5 Monate in Andalusien verbringen und werden uns noch richtig schöne Orte angucken. Wir wollen dann wieder runter nach Tarifa, Malaga und dann nochmal ins Landesinnere und Córdoba, Ronda und Sevilla anschauen. Ja, also es kommt noch eine ganze Menge. Wir sind nämlich auf der Suche nach dem, was Andalusien ausmacht. Und ja, lasst euch mal ein bisschen mit uns treiben. Arcos de la Frontera ist ein sehr altes, historisches Städtchen. Und wir durften hier die Nacht verbringen, direkt unter der Burg. Und wir haben uns wohlgefühlt und die Hunde scheinbar auch. Ich würde mal sagen, wir packen hier alles zusammen und los geht's. Fahren direkt los. Ungefähr 1 Kilometer von der Altstadt entfernt ist ein Parkplatz, da durften wir parken. Und jetzt laufen wir in die Altstadt. Ja, mein Kameramann kann auch ruhig mitkommen, er kann gerne mitlaufen. Das ist übrigens Janis und Maya. Also hinter der Kamera ist Janis, wir reisen nämlich nicht alleine. Die habt ihr wahrscheinlich im letzten Video auch schon gesehen. Und Arcos ist eine sehr bekannte Stadt. Also ich glaube, es ist vielleicht sogar die Hauptstadt der Weißen Dörfer. Und gerade die Altstadt, die auf einem sehr steilen Felsen thront, ist eine Touristenattraktion. Die liegt am Ende unseres Weges, aber da laufen wir hin. Und unterwegs gibt es so einige Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Ja, bin mal gespannt, wie viel da jetzt los ist. Ich habe einen neuen Hund. De la Frontera wurde, wie die anderen Städte, die wir euch letzte Woche auch gezeigt haben, von den Mauren erobert und irgendwann von den Christen zurückerobert. Und diese maurischen Überreste, die findet man hier auch noch überall in den alten kleinen Dörfern. Zum Beispiel diese Kirche ist auf den Überresten oder auf den Grundmauern einer Moschee gebaut worden. Und man sieht das aber nicht nur bei der Kirche, sondern man sieht das auch bei ganz vielen Häusern zum Beispiel. Gerade eben waren wir in einem kleinen Innenhof und das ist auch typisch für den arabischen Raum. Das haben wir auch schon im Iran erlebt. Nämlich nach außen hin gibt es ein großes Tor, das die Familie nach außen abschirmt. Aber sobald man innen hineingeht, dann öffnet sich ein riesengroßer Innenhof, der voller Pflanzen ist und man kann da sitzen. Und ja, da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie die Leute früher da gelebt haben und Handel getrieben haben oder eben halt auch ja, Familienangelegenheiten geklärt worden sind, bevor man dann eben nach draußen gegangen ist. Und diese Kirche hier, die haben wir auch von unserem Stellplatz schon gesehen. Und jetzt hier nochmal davor zu stehen, finde ich richtig imposant. Leider können wir da heute nicht rein, weil sie nämlich geschlossen ist. Aber ja, drinnen soll es eben auch sehr schön sein. Vielleicht habt ihr mal die Möglichkeit, wenn ihr hier seid, euch das Ganze von drinnen anzusehen. Und wir laufen jetzt weiter. Wenn man hier oben angekommen ist, hat man eine fantastische Aussicht auf das Umland. Und da kann man sich schon vorstellen, warum das Dorf früher hier gebaut worden ist. Weil man halt echt richtig weit gucken kann. Und ich glaube, dass das hier früher ein ganz, ganz guter Standort war, um das Dorf zu errichten. Jetzt genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Und dann bin ich mal gespannt, was die kleine Stadt noch so zu bieten hat. Ich habe unsere Reisegruppe jetzt hier zur Plaza de Caridad geschickt. Und das ist ein wunderschöner Platz in der
ja, nicht mehr in der Altstadt, sondern eher in der Neustadt. Ja, hier spielen Kinder, es gibt hier kleine Bars und die Einheimischen sitzen hier und trinken Bier. Für uns ist das aber das Ende in Arcos, in diesem kleinen Dörfchen. Wir laufen jetzt nämlich wieder zurück in die Altstadt und da haben wir nämlich noch ein kleines Tapas-Date. So, und uns grummelt allen der Magen, deswegen geht es jetzt wieder 1 Kilometer den ganzen Berg nach oben und dann haben wir uns, glaube ich, eine richtig schöne Tapas-Platte verdient. Angekommen, oder? Ja, wir wollen jetzt eigentlich Tapas essen gehen, aber wir sind hier in Spanien und da machen die Restaurants erst wieder um 19 Uhr auf und wir haben jetzt 17.30 Uhr. Wir haben uns so gefreut, gell? Ja, und haben so Hunger. Ja, deswegen beenden wir das Video. Nein, Spaß. Aber wir hören jetzt mal mit der Stadtführung auf und wir suchen uns jetzt irgendwas für den Magen und dann einen neuen Stellplatz. Und morgen geht es schon weiter in das nächste Dorf. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen Action vor. Janis und ich, wir wollen ja vielleicht eine kleine Tour machen. Aber mehr dazu dann morgen. Also bis dann. Bis morgen. Hier im Hinterland der Provinz Cádiz unterwegs und gestern Abend hungrig im Halbdunkeln hier angekommen. Und heute Morgen haben wir unseren Augen erstmal gar nicht getraut, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Das ist so wunderschön zu sehen und so faszinierend, hier wo das Abendland und das Morgenland so nah beieinander liegen und wo die Kulturen und die damaligen Mächte so nah aufeinander und so doll aufeinander geprallt sind. Und hier sind wir einfach gerade und das ist super faszinierend, finde ich super spannend. Und wie viele Menschen haben schon diese Aussicht gesehen und vielleicht genau an diesem Ort hier gestanden und den Schafen und den Pferden beim Weiden zugesehen. Ja, morgen wollen wir in die Berge fahren. Heute geht es jetzt erstmal nach Bornos hinein. Das ist 10 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Und genau deswegen lassen wir unsere Zuhause auf 4 Rädern einfach hier stehen und laufen am See entlang in die Stadt. Vielleicht haben wir heute ja auch ein bisschen mehr Glück und finden ein Tapas-Restaurant. Und ich würde mal sagen, wir packen jetzt hier mal zusammen und laufen los. Übrigens haben wir gerade gehört, dass der König von Galizien hier immer wohl seine Chill-Out-Area hatte und hier halt früher auch ganz gerne mal Piff-Puff gemacht hat. Aber das ist historisch nicht gesichert. Das kam uns gerade hier nur so zu Ohren. Ne? Ja. Fast, also nur fast gesichert. Dann aber jetzt mal Spaß beiseite, es ist echt ein kleines Dörfchen hier. Und ich glaube, mit einer Tapas-Bar weiß ich gar nicht, ob wir so viel Glück haben. Eine Bar, aber die ist geschlossen. Ja. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir da noch Glück haben. Nur mal kurz zur Geschichte der Stadt. Und zwar hat sich das alles hier so erst gebildet, als die Mauren hier in Andalusien waren. Da wurde quasi alles um diesen Platz, den wir jetzt hier so gesehen haben, hat sich die Kleinstadt herumgebildet. Und ja, mit der Landwirtschaft und dem ganzen See und Fluss und alles Mögliche, was hier außen rum ist, ging es der Stadt, glaube ich,
ganze Zeit lang ziemlich gut. Ja, das ist das, was wir so mitnehmen. Und vielleicht schaffen wir es ja nochmal in eine kleine Tapas-Bar. Ja, Leute, Batiti Comidas y Tapas Caseras hat geschlossen, oder? Ja, hat schon wieder zu. Wir besprechen schon Abendessen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Van zurück, weil es hat ja alles geschlossen. Also kochen wir wieder was und machen es uns im Van gemütlich. Ja, und was gibt's denn so? Ja, wissen wir noch nicht so ganz, aber wir haben ein bisschen besprochen, dass wir uns vielleicht irgendwie versuchen, ein paar Tapas selbst zu machen. Ja, du wolltest Albondigas machen, ne? Keine Ahnung, ob man das so nennt, aber... Ja, diese kleinen Fleischbällchen, die es da gibt, auf vegan. Genau, ein paar Kartoffeln und mal gucken, was wir zusammen kratzen können. Bevor wir aber in die wunderschönen Berge fahren, sind wir euch noch was schuldig. In den letzten beiden Videos habt ihr gesehen, wie viel wir eingenommen und wie viel wir ausgegeben haben. Und heute möchte ich euch das Buchhaltungsprogramm SafeDesk vorstellen. Mit diesem Programm können wir alles ausrechnen, was für uns und das Finanzamt relevant ist. Steuern zahlen als frische Selbstständige kann kompliziert sein, wenn man nicht weiß, wie viel und was man angeben sollte. Hier hilft uns SafeDesk, den Überblick zu bewahren und erklärt in vielen Videos so gut wie alles, was wir wissen müssen. Und das alles made in Germany. Also Buchhaltung als Anfänger ist kein Problem mehr. Das geht sogar vom Smartphone aus. Beleg einscannen und hochladen. So können wir zum Beispiel auch mitten im Jahr sehen, wie viel Steuern wir wahrscheinlich zu zahlen haben. Also bist du selbstständig, Freiberufler oder hast ein Startup gegründet oder hast etwas davon vor? Dann teste jetzt 14 Tage kostenlos SafeDesk. Alle weiteren Infos findest du in der Videobeschreibung. Wir laufen von hier aus einen der schönsten Wanderwege. Ja, richtig. Wir fahren heute nämlich kein Fahrrad. Wir haben uns nämlich überlegt, es sind nur zwei Fahrräder da, aber wir sind vier Personen und wir alle vier wollen was zusammen machen. Also haben wir die Fahrradtour spontan nach hinten verschoben und werden heute eine kleine Wanderung machen in einem der landschaftlich schönsten Gebiete. Hier in der Nähe von El Bosque geht der Wanderweg Rio Maya Sete los. Und das sind gute 8 Kilometer. Wir haben die Doggies eingepackt, uns warm angezogen, denn heute ist es ziemlich neblig. Aber es kommt schon so ein bisschen die Sonne raus. Und ja, ich würde mal sagen, wir laufen uns jetzt mal ein bisschen warm und hoffen, dass der Nebel sich bald verzieht. Ja, ist ganz schön schlammig hier und richtig feucht und irgendwie finde ich es trotz Nebel richtig schön. Also stört mich überhaupt nicht, dass es so neblig ist, ganz im Gegenteil. Es klart sogar ein bisschen auf und man sieht überall, dass der Nebel durch die Bäume zieht. Das sieht total mystisch aus. Und jetzt stehen wir hier an der Kreuzung und müssen mal schauen, wo es hier lang geht. Ich hoffe, Maya, unser Tourguide, hat da ein bisschen den Überblick. Also ich stelle mir das hier im Sommer auch richtig schön vor. Jetzt gerade ist ein bisschen was los, es sind auch andere Wandergruppen außer uns hier. Aber Melli meinte schon gerade eben, wenn es jetzt gerade nicht so kalt wäre und sie zufällig ein Handtuch dabei hätte, würdest du hier Eisbaden gehen, ne? Ja, also die Eisbahn ist ja bei kalt, bei Kälte, ne? Ja, mit eiskaltem Wasser, ja. Kein Handtuch. Aber es ist echt... Also sieht richtig schön aus. Also ich finde, ich komme mir vor, als wäre ich, keine Ahnung, irgendwo in dem Dschungel. Oder was meinst du dazu? Ja. Dschungelfeeling? Ich meine ja. Ja. Dschungelfeeling. Absolut, ne? Hammer. Richtig schön. Weil hier ist Stau. Rentnerstau. Behind the clouds.
finde, so ein Brötchen schmeckt nach so einer Wanderung doch immer am besten, oder? Erstmal was trinken. The sky behind the clouds. The sky behind the clouds. The sky behind the clouds. The sky. Ah, aber guck mal, Leute. Das ist, glaube ich, doch, also kein ganzer Rundweg, aber eine etwas andere Route kann man laufen. Und das sind 10,4 Kilometer dann insgesamt. Wir können nämlich da gleich einmal links abbiegen und dann laufen wir da zum Botanischen Garten hoch. Also ja. Laufen wir nicht ganz dieselbe Route. Juhu, ein bisschen Abwechslung. Los geht's! Und da sind wir wieder am Auto, an unserem Zuhause angekommen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen kaputt, obwohl das eine sehr einfache Wanderung war. Aber wir haben über 16.000 Schritte gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal zu unserem neuen Stellplatz. Ich habe uns was Schönes ausgesucht, eine halbe Stunde von hier. Und dann mal schauen, wie es da aussieht. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig im Hellen an. Auf jeden Fall war das eine sehr schöne Wanderung, können wir empfehlen. Und falls ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch die Wanderung. Puh, fahren wir los, würde ich sagen, oder? Stapferbereit? Steht hier denn? Sierra la Cancelar. Also ich habe gerade mit dem Anwohner hier gesprochen und der meinte, das wäre kein Problem. Ja. Der meinte, es wäre kein Problem, wenn man jetzt einfach nur hier durchfährt und zum Spazieren oder sowas. Hat er gesagt, wenn wir das anschauen wollen, können wir das gerne machen. Aber es ist nicht sein Grundstück. Zum Übernachten kann er keine Garantie geben. Aber ja, Sie können ruhig durchfahren, hat er zu mir gesagt. Ist kein Problem. Nur zum Übernachten weiß er halt nicht. Es gibt ja aber noch einen anderen Stellplatz, hat er mir auch gesagt. Für Camping ist auf jeden Fall hier 5 Minuten weiter. Ein anderer Stellplatz, den haben wir auch bei Park 4 Night entdeckt. Und da fahren wir jetzt lieber hin. Weil hier wissen wir jetzt nicht, ob uns jemand in der Nacht wegschickt. Genau, und deswegen gucken wir uns lieber mal den anderen Platz an. Janis und Maya sind dann jetzt schon mal dahin gefahren. Also fahren vor und navigieren uns dahin. Cool. Geht hier? Also, es gibt hier kein Boot, kein Sub, es ist ein Tauchanzug da oder sowas und kein Frisbee. Ja, also haben wir alles nicht. Janis meinte langsam fahren. Ja, okay. Er hat die Hand irgendwie so nach unten gehoben. Ah, also sollen wir hier vielleicht warten? Oder warten, vielleicht guckt er noch mal. Schon mega faszinierend, wie wenig im Hinterland los ist.
Wenn wir so ein bisschen von der Küste wegfahren und von den ganzen Surfspots, ist das hier hinten echt ruhig. Also man begegnet den ganzen Tag kaum einer Menschenseele. Es sind kleine Dörfer, aber ansonsten sehr landwirtschaftlich geprägt. Ja, wir sind jetzt hier gestern Abend angekommen an so einem Süßwasserspeichersee. Und es kam auch die Guardia Civil hier vorbei, die hat sich aber überhaupt nicht für uns interessiert. Sondern die haben nur darauf geachtet, ob jemand vielleicht zu nah am Wasser steht, angelt oder irgendetwas im Wasser macht wie Schwimmen. Es ist hier nachts auch ziemlich kalt. Es gibt teilweise Bodenfrost und ja, wir waren jetzt eine kleine Runde spazieren. Für mich heißt es jetzt hier Kamera zusammenpacken, Musa herrufen und dann gehe ich zu Melli. Wir werden was Kleines frühstücken und dann geht's auch schon weiter Richtung Tarifa wollen wir nämlich fahren. Das ist die südlichste Stadt von Festlandeuropa. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, euch gefallen auch die Hintergrundinformationen, die wir euch ja, seit neuestem in den ganzen Videos, die wir hier veröffentlichen, geben. Und ich glaube, so kann man noch ein bisschen besser mit uns mitreisen. Und ja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich sag mal ciao, macht's euch gemütlich und dann bis nächste Woche. Tschüss.